Guten Morgen, meine verwegenen Freunde. Ich habe mir ein neues Spielzeug gekauft, das Rode Wireless Go. Das ist ein Bluetooth-Funkmikrofon, das kann es, weil es mit Bluetooth geht. Es ist ein kabelloses Mikrofon. Den Sender kann man sich da bei der Hosentasche hinstecken, den Empfänger kann man auf der Videokamera montieren. Und ich erhoffe mir dadurch eine Verbesserung, eine wesentliche Verbesserung unserer Tonaufnahmequalität bei unseren epischen Videos. Eigentlich wollte ich euch ein Unboxing-Video machen, aber sind wir uns ehrlich, Unboxing-Videos sind reine Zeitverschwendung und interessieren eigentlich eh keinen. Jeder weiß, was in der Schachtel drinnen ist. Deshalb hier mein kurzes Unboxing-Video. Kommen wir mal zum Gerät selber. Ihr bekommt einen Sender, einen Empfänger, ein AUX-Kabel, zwei Windpuschel und zwei USB-Typ-C-Kabel, um beide Geräte gleichzeitig laden zu können. Moment, ganz wichtig, eine Transporttasche ist auch noch dabei. Das Gerät funktioniert via Bluetooth und soll eine Distanz von bis zu 70 Metern überbrücken. Das werden wir natürlich dann testen. Das Coole an dem Teil ist, der Empfänger hat einen Clip, den man an einen Coldschuh bzw. einen Hotschuh seiner Kamera stecken kann und mit dem mitgelieferten 3,5 mm Klinkenkabel mit der Kamera verbindet. Die Batterielaufzeit wird mit ca. 7 Stunden angegeben und sollte für den kompletten Aufnahmetag reichen. An der Unterseite befinden sich zwei Taster. Der eine, um das Gerät bei erstmaliger Inbetriebnahme mit dem Sender zu koppeln. Der zweite, um die Ausgangslautstärke in drei Stufen zu regeln. Das kleine LCD-Display zeigt Akkustand von Sender und Empfänger, das Verbundensein zwischen Sender und Empfänger und die Ausgangslautstärke sowie den Pegel des aufgenommenen Tones. Der Sender kann mit einem 3,5 mm Klinkenstecker mit einem Lavalier-Mikrofon verbunden werden. Allerdings kann man den auch ausstecken. Und der funktioniert auch ohne diesen Teil. Da ist nämlich auch obendrauf ein Mikrofon. Ja, der hat zwei Leuchtdioden. Einmal Batterie und einmal, dass er verbunden ist. Und ja, den Eingang für den 3,5 mm Klinkenstecker bzw. in der Mitte ist das Mikrofon. Hat auch so einen netten Clip, mit dem man ihn mit der Hose oder wie auch immer verbinden kann. Man kann sich den auch einfach statt des Lavalier-Mikrofons, ich nehme übrigens die ganze Zeit mit dem Teil auf, also man kann sich das auch so herstecken, ohne dass man ein Lavalier-Mikrofon verwenden möchte. Es sieht halt natürlich schon dezenter aus. Dann gibt es noch so nette Windpuschel, zwei Stück, die sind mitgeliefert, die kann man darauf füllen. Ja, sollen den Wind etwas abhalten. Gut, jetzt gehen wir raus aufs freie Feld und testen einmal, ob die Empfangsdistanz in der Praxis hält, was in der Theorie verspricht. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt mal einen Windpuschel montiert. Und jetzt machen wir den Outdoor-Test. Ich werde einfach rückwärts gehen, die Schritte mitzählen und dann wissen wir die ungefähre Distanz. Ich werde so bei 60, 70 Schritten aber abbrechen, weil so weit weg ist im Normalfall eh keiner. Ja? Da muss ich schauen, dass mich da nicht auf die Papalatur schmeißt. Gut, dann gehen wir es mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 40, 47, 48, 60, 63, 64, 65, 83, 89, 90, machen wir 100 vorher. 91, 92, 93, 99, 100. Na ja, bin gespannt. Jetzt machen wir noch einen zweiten Test. Ich werde euch den Rücken zudrehen. Es gibt quasi keine direkte Sichtverbindung zum Empfänger und auch nicht zum Sender logischerweise. Und schauen wir, wie weit es da geht. Also dann, ein schöner Rücken kann auch entzücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 47, 48, 49, 50. Gut. Jetzt machen wir noch einen Indoor-Test. Gut, und zum Abschluss. Danke. Zum Abschluss machen wir noch einen Indoor-Test. Das ist eine ziemlich große Halle. Und da schauen wir uns an, wie das bezüglich Hall funktioniert, wie die Tonqualität ist, und ich werde mich da auch hinter ein paar Anhänger stellen und schauen wir mal, wie und ab wann dann die Bluetooth-Verbindung abreißt. Also ich gehe jetzt einfach mal herum, drehe euch natürlich wieder den Rücken zu, drehe ich mich wieder mal um von der Distanz her, ungefähr 10 Meter. So, jetzt gehe ich mal hinter diesen Anhänger. Grüß euch.
Weiß ich nicht, ob das noch funktioniert. Schauen wir mal. Ich komme wieder hinter dem Anhänger hervor. Jetzt gehe ich noch ca. 5 Meter weiter hintere und hinter diesen Anhänger. Könnt ihr mich noch hören? Schreibt es mir in die Kommentare. Ha, ha, ha. Ja, das war's. Mehr können Sie für Ihre Wäsche nicht tun. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was über dieses Produkt in Erfahrung bringen können. Wem dem so war, lasst mir einen Daumen oben da und abonniert den Kanal. Es kostet nichts. Ja, es gibt nach wie vor Leute, die meinen, YouTube ist kostenpflichtig. Nein, ist nicht so. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen werden muss, ist dieses Video als Werbevideo da irgendwo deklarieren. Ich habe mir das Zeug zwar selbst gekauft, Rode weiß nicht, dass ich existiere, aber YouTube will das einfach so, wenn man die Marke genannt hat. Das heißt, eigentlich müsste man bei jedem Video, was man auf YouTube stellt, wenn man mit dem Motorrad fährt, so wie ich, und da steht KTM, müsste ich eigentlich Werbevideo reintun und das als Werbung kennzeichnen. Aber dann gibt es wiederum viele Leute, die das nicht behirnen, dass ich mir das selbst gekauft habe. Ich habe mein Motorrad selbst gekauft, ich habe mir bis jetzt alles selbst gekauft, ich habe noch nie etwas geschenkt bekommen. Aber dann, wenn ich das kennzeichne als Werbung, dann kommen so schöne Kommentare unten. Ja, du kriegst das geschenkt, du bist nicht objektiv und so weiter. Weil, befasst euch einmal ein bisschen mit dem Thema, schaut sich das einmal an, lest sich das einmal durch und dann wisst, dass das bei weitem nicht der Fall ist. Also, dass das gar nicht, nur weil es als Werbung gekennzeichnet ist, ein gesponsertes, geschenktes Produkt ist, das man schönreden muss. So, jetzt habe ich genug gelabert. Es ist... Weiß ich nicht, weil ich habe keine Uhr um einen. Dienstag, 18 Uhr am Abend und Mahlzeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Grüß euch, Baba.